Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie herzlich zur Ausstellung Fäden der Macht, Tapisserien des 16. Jahrhunderts aus dem Bestand des Kunsthistorischen Museums. Mein Name ist Katja Schmitz von Hedebohr, ich bin Textilkuratorin und habe diese Ausstellung für Sie kuratiert. Wir haben wirklich die beste Qualität aus unseren Depots geholt, denn wir hatten jetzt über 10 Jahre keine Tapisserieausstellung mehr. Ich glaube, der Besucher darf sich freuen, hier einen Gang durch die qualitätvollsten Tapisserien, einen Gang durch die Tapisseriegeschichte des 16. Jahrhunderts zu machen. Wir versuchen, einen kleinen Einblick zu geben, auch in den Aufbau von Tapisseriebeständen der Fürsten des 16. Jahrhunderts, die sich natürlich auch bestimmten Sujets widmen, wenn sie Tapisserien ankaufen, weil die Tapisserie an sich ein sehr machtvolles Medium war. Man hat den Besitzer einer Tapisserie immer mit dem in Verbindung gebracht, was in den Tapisserien dargestellt war. Wir haben einen der weltweit größten und bedeutendsten Bestände, ca. 750 Objekte. Vor allem, wenn man natürlich auch überlegt, dass wir hier über Objekte sprechen, die von sehr hoher Qualität sind. Das heißt zum einen qualitativ hochwertig in der Technik, zum anderen aber auch qualitativ hochwertig in den Materialien, also Verwendung von Metallfäden und exquisiten Seidenfäden. Die Qualität, die wir heute noch im Bestand haben, im Kunsthistorischen Museum, das war auf jeden Fall eine, die nicht dauerhaft präsentiert wurde, sondern die wirklich nur zu besonderen Anlässen aus den Depots, aus dem Garde Meuble, wie man es nannte, hervorgeholt wurde und dann nur temporär installiert wurde. Und was dem wenigsten klar ist, dass man nicht nur Räume damit geschmückt hat, sondern dass man sie auch im öffentlichen Bereich durchaus präsentiert hat. Wir laden Sie herzlich ein, mit uns gemeinsam einen Gang durch die Tapisseriegeschichte des 16. Jahrhunderts zu machen.